Ah ja, eine neue Aufnahmesession hier für YouTube, Junge. Das sollte jetzt eigentlich Sektor 7 sein, ne? Oder? Okay, doch, das ist Sektor. Bin ich denn? Das ist Sektor 7? Okay, was mir aber auch gerade mal auffällt, auf der Platte oben wohnen ja eigentlich auch Leute. Also haben sie die Leute unten geopfert und die Leute, die oben drauf gewesen sind. Oben sind ja so Wohnhäuser und so eine ganzen Geschichten. Ach, deswegen sieht es hier so ein bisschen moderner aus. Weil die anderen Häuser, die sind halt so, ja, sehen halt so Slum-mäßig aus. Was halt die Slums sind. Aber hier, also ein bisschen betonmäßiger aus, ein bisschen moderner. Hier, das ist so eine Seite, die man in dem alten Spiel nicht so gesehen hat. A friend of ours needs help. It's too dangerous. For you, maybe. Da muss doch nicht gleich so gemein sein. Mach den erstmal gleich runter. Du Lappen. Okay. Na, leider habe ich die Johnny-Scheiße verpasst. Die Trophäe habe ich nicht bekommen. Dafür muss ich dann wohl. Nun ja. Nochmal. Ich weiß nicht, ob ich die Platin-Trophäe machen will in dem Spiel. Dafür müsste ich halt den schweren Schwierigkeitsgrad nochmal durchspielen. Darauf habe ich eigentlich nicht so Bock, ey. Naja, ich werde es sehen. Eigentlich wollte ich demnächst auch mal irgendwie Death Stranding durchspielen. Ich habe es bei Release geholt, ein paar Mal gespielt und das war's denn. Eigentlich ist es ziemlich schade. Eigentlich ein richtig gutes Spiel ist, muss ich sagen. So ein bisschen öde hin und wieder. Die Story ist geil. Bin ich an dem Punkt ja noch nicht mal angekommen, wo ein bisschen mehr Action mit drin ist, mit rumballern und so ein Scheiß. Ich war auch im dritten oder vierten Kapitel in dem Spiel. Okay, irgendwas mit drinne, was ich brauche? Ah, nee, nicht wahr. Psychokinese, Junge, was ist das denn? War jetzt bei Pokémon gelandet hier oder was? Boah, klaut das einfach auch fast weg, kann doch nicht wahr sein. Was ist mit den Gegnern mittlerweile los, dass sie mich so hart wegrotzen, wirklich? Mit ein paar Attacken. Denn da unten aus? Das sieht aus, als hätten sie so ein billiges PNG genommen und es da einfach hingeklatscht. Das sieht aus, als hätten sie so ein Bild genommen einfach. Judas. Als Hintergrund drauf geklatscht. Oh, hier gibt es mal wieder normale Kisten. Wow. Normale Kisten habe ich aber auch schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Seit ist sonst nichts mehr. Jetzt mal hier nach oben. Was haben wir denn da so schönes, Ina? Erlernte Pfeil ist auch Feintechnikskram, also super, ey. Habe ich die Attacke davon nicht schon? Erlernte Feintechniken. Feintechnik, ja, aber habe ich die? Ich habe die noch nicht gelernt von dem, oder? Ja, ich glaube nicht. Ich krieg das immer nie hin, die Feintechniken zu erlernen, wirklich. Ich weiß eigentlich nicht, woran das liegt. Soll ich vielleicht mal nachgucken, ob es irgendwie einen schnellen Weg dafür gibt, die Sachen zu lernen. So that's where we have to climb? Boah. Comes apart while we're up there. We've made it through worse, you know. Yeah, no kidding. It's a miracle we haven't been killed a dozen times over by now. Boah, Richard hat da recht, wa? It's a dead end. Wonder if this rope belongs to search and rescue. Think we might be able to climb up here. Time for the grappling guns. Try to aim for that part of the rope that's hanging there. Don't screw up and fall. By the way, how well you do with this grappling gun will tell us a whole lot about you. Just remember, we can't come back down. Are you ready? Ja, was an Stellen, an denen ein Seil herunterbaumelt, kannst du dich mit der Seilpistole auf höher gelegene Plattform ziehen. Okay. So die Umgebung über dir nach hängenden Seilen ab. Okay. Kann ich ja mal gucken, ob hier irgendwo anders hinter mir so eine Seile sind. Na, ist wahrscheinlich nicht. Okay, da kommt ja wahrscheinlich jetzt noch so ein bisschen Zeug dazu. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwie das Treppensteigen in dem Shinra-Gebäude irgendwie dadurch ersetzt haben. Obwohl, ich glaube, die Grappling Gun, die gab es auch in dem alten Spiel. We can take them. We need to stay on mission.
Wissen die denn da Bescheid, dass ich jetzt irgendwo da durch die Gegend renne? Bestimmt von diesen komischen Corneo-Typen. Rang 3 Soldat, alles klar, auch nicht schlecht. Boah, die haben es aber auch ordentlich in sich, ey. This is Hunter 2-2. Just had to put down a few monsters. Over. Roger. Frickin' avalanche making us put in OT. Probably cowering in the dark somewhere. If you find the shitheads, make them suffer. 2-3 out. Listen up! We ain't running and we ain't hiding! Y'all don't know the meaning of suffering, but you will! Call was over. How to Leuten sagen, wo die Position von einem ist, wa? Oh, 80 Meter Höhe, aha, okay. 40 Meter Höhe. Das sieht wirklich ein bisschen danach aus, als hätte man das Treppensteigen bei Shinra übersprungen, ne? Einfach dadurch ersetzt. Guns to get up there. Jump over all this shit. Not much choice. Komm ich da nicht so runter? Na, schade. Das ist doch wieder ziemlich linear. Keine Chance zum Erkunden. Kennt ihr schon wieder so viel, ey. Ich muss echt mal gucken, dass ich die Dingsmaterie hochhaue. Die Magie plus Sachen. Also die sind eigentlich recht praktisch.
Okay, Erfahrungspunkte gibt's ja auf jeden Fall genug. Ja, ich finde es halt echt ein bisschen nervig, dass du hier halt nicht erkunden kannst. Das Spiel ist schon ein bisschen mehr so auf Action und so ausgelegt, aber keine Erkundungsmöglichkeiten, ey. Sieht so schlecht aus. Das Spiel sieht ansonsten richtig gut aus, weißt du, aber sowas, keine Ahnung, sieht irgendwie richtig seltsam aus. Super. Das ist jetzt zum Glück eine Bank, wo ich mich heilen kann, ne? Okay. Und wieder eine neue Musik-CD, Junge. Schallplatte Boy. Uch, das sieht doch schon wieder nach Bosskampf aus, ey. Mittlerweile habe ich echt viel ein bisschen Geld zusammenbekommen, aber irgendwie kann ich es ja wirklich nicht ausgeben, außer für Heilgegenstände. Sehe ich gerade. Der Raum ist so schief. Gar nicht so. Ein Knick in der Optik. Ja. Kannst ja dann sei sehen. Lass mich hier erstmal umschauen. Ah, ich hab's auch schon verstanden. Hier, da. Schon klar, dass es da irgendwo ist. Ihr habt immer noch keine Ausweichmöglichkeiten auf irgendwas. Durch Kisten findest du also. Schade, wirklich. Echt viele, naja, versäumte Möglichkeiten bei in dem Spiel. Calling lightning.
Ne, von da bin ich gekommen. Weil runterkommen tue ich ja nicht mehr, ist ja nur one way. Ja, deswegen sollte ich mich eigentlich sowieso ganz besonders umschauen, ob irgendwo nicht irgendwas ist, wo ich ansonsten noch anderweitig hochkomme. Ja, der Boss der Gegend wird aber höchstwahrscheinlich dieses komische Riesending sein, ne? Ein Supertrank an dem Punkt des Spiels. Hat er gedacht, wa? Ein Supertrank. Nicht schlecht, ey. Hat er ja richtig gegönnt. Okay, da geht's einmal lang. Und da geht's hoch. Muss es wieder runter gehen. Muss darüber, aber. Schaue ich mich erstmal um. Einfach so ein Auto, was hier steht. Nicht schlecht. Ah, gehe ich nochmal zurück, benutze die Grappling Gun. Eine Seite. Oder auch nicht. So, was meine ich, so Kleinigkeiten, die halt überall verstreut sind, auch wenn es nur so ein Dings ist. So kannst du das Spiel noch ordentlich weiter in die Länge ziehen, wie sie es sowieso doch schon immer machen an vielen Stellen. Und du findest wenigstens noch ein bisschen Zeug, weißt du? Wenigstens Geld oder so hin und wieder. Weil wirklich am Anfang, also bis zum letzten Kapitel hin, hatte ich immer Geldprobleme gehabt. Konnte mir irgendwie gerade mal so Ausrüstung leisten, so ich muss mich halt immer dazu entscheiden, ob ich jetzt Ausrüstung kaufe oder was zu heilen. Und jetzt habe ich auf einmal Geld im Überfluss, ey. Oh, was ist er denn? Was ist das Ding denn? So Gravitationsfeld auf einmal? Ja, richtig auf den Sack. Was soll er denn dagegen machen? Ein Nachfolgemodell der MG-Drohne, bei dem die Waffen im Torso durch einen Granatwerfer ausgetauscht wurde, ist größer und nicht flugfähig, aber seine Granaten können mehrere Gegner auf einmal ausschalten. Die Schockleiste wird jedes Mal gefüllt, wenn ein bestimmter Schatz. Ja.
Ich habe in den letzten Gegnern voll vergessen, die Analyse zu benutzen, ey. Das bei diesen Soldattypen. Mittendrin so ein Feuer, weißt du, in dem PNG. Alles klar, bra. Ich habe gestern mal nachgeguckt wegen diesem Johnny-Kram. Ich hätte ihm andere Antworten geben sollen bei einer Sache, wo er mich irgendwas gefragt hat, damit eine Quest beginnt. Ich war so, hä? Wer willst du denn? Woher will man sowas denn wissen? Aber das Gute ist, so nachdem man das Spiel durchgezockt hat, kommt man eine Kapitelauswahl. Kann man einfach Sachen wiederholen. Alter, Digga. Das ist aber richtig übertrieben, wirklich. Das geht ja noch mies weit nach oben, wirklich. Was ist das denn alles, Ewigkeiten gedauert haben, den Scheiß zu bauen. Bigfoot hat Höhenangst, da auch nicht schlecht. Okay. Oh, ja, was war das denn? Ich bin gerade echt erschrocken. Also. Es ist nervig, dass die dämlichen Gegner alle fliehend sein müssen,
Ist ja nicht hoch, wollte ich sagen. Ungelogen. Der Hintergrund sieht einfach aus, als hätten sie den aus dem originalen Final Fantasy 7 genommen, wirklich. Der hat ja auch so statische Hintergrundbilder. Oh nee, gucken, wie ich es am besten hinbekomme, diese ganzen Feintechniken zu erlernen. Schau ich mal am besten gleich mal nach, wie das am besten funktioniert. Oh, da ist er ja, der Big Boy. Ja, Treppensteigen gibt's trotzdem, wa? Ja, super. Und schlecht. Was ist das? Ah, den habe ich auch noch, ja, alles klar. Komm da nicht ran, das ist auch geil, ey. Das ist zum Kotzen, ey. Ja, genau in dem Moment, wo ich da irgendwie Magie wirken will, weil greift er mich an oder was? Scheiße Dinger, ja.